Ihr kennt die Bewegung alle, Mobilisation des oberen Sprunggelenks, Schienbein vor- und zurückschieben. Wie sieht das Ganze am knöchernen Modell aus? Ihr habt euer Schienbein und euer Wadenbein und die bilden den Außenknöchel und den Innenknöchel an eurem Fuß. Die bilden eine richtige Gabel und diese Gabel bewegt sich, wenn der Fuß abrollt und das Schienbein nach vorne kommt, in eine Beugestreckbewegung. Es ist sehr viel komplizierter, weil wir in einer Fußungsphase mehrmals durch Plantarflexion und Dorsalflexion gehen. Aber der Einfachheit halber, wir können hier beugen und strecken. Kleine Beweglichkeit haben wir im oberen Sprunggelenk auch in der Rotation. Und kleine Beweglichkeit haben wir auch in der Frontalebene, sprich unser Schienbein kann abduzieren, beziehungsweise unser Fuß. Der zweite Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, ist unser unteres Sprunggelenk. Und das seht ihr hier zwischen eurem Fersenbein, das ist der dicke Knochen hinten am Fuß, und dem Knochen drüber, unterhalb eures Außenknöchels. Hier seht ihr das Gelenk. Und dieses Gelenk, von oben gesehen, seht ihr, das ist so eine Walze, allerdings eine Walze, die nicht ganz symmetrisch ist, sondern nach innen lenkt. Dieser Knochen ist verantwortlich dafür, dass wir, wenn wir den Fuß abrollen, und unser inneres Fußgewölbe, unser Längsbogen in Richtung Boden nach unten kollabiert, dann bewegt sich dieser Talus, dieser Knochen in zwei Ebenen, und zwar in der Frontalebene und in der Transversalebene. Warum ist das wichtig? Und da ist es eben auch der entscheidende Punkt. Diese Knochenbewegung des Talus nach innen unten rotierend führt zu einer Rotation des Unterschenkels. Da werden wir uns in den nächsten Tagen ein paar Übungen anschauen, wie wir sowohl im oberen Sprunggelenk wie auch im unteren Sprunggelenk mehr Beweglichkeit bekommen können.